Damals gab es Leute, die Telefonsex gemacht haben. Ne? Und da war immer eine, die rief immer bei mir an und wollte Telefonsex machen. Ich sage, nee, du, wirklich nicht. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich und ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe mir als Jugendliche immer gewünscht, nicht heterosexuelle Vorbilder zu haben. Die gab es einfach in meinem Lebensumfeld nicht, okay? Und mittlerweile gibt es die, besonders durch Social Media natürlich, und ich kenne sehr viele queere Menschen, aber eben besonders in meinem Alter. Und das darf ich heute verändern, weil ich Katharina kennenlernen darf. Und die ist 61 Jahre alt und hat sich Anfang der 80er Jahre geoutet. Auch ihr als unsere Community auf Instagram fandet das besonders spannend und wollte zum Beispiel von Katharina wissen, wie das denn damals war, wenn es noch kein Online-Dating gab. Darüber reden wir auf jeden Fall später. Aber erstmal, Katharina, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch einmal, wie du überhaupt herausgefunden hast, dass du lesbisch warst, war dir das schon immer klar? Also ich denke, ja, dass ich das wahrscheinlich schon immer war. Aber es war so, dass ich eigentlich als Letzte wusste. Irgendwie wusste es jeder schon, nur ich noch nicht. Und zwar bin ich dann nach Berlin gekommen, 1982, und traf eine Frau aus Heidelberg in einem Konzert und dann sagt sie, ah, bist du jetzt out und so? Ich sage, was, out? Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redet. Ich bin sozusagen dann in die Szene reingekommen und ich denke, ich bin auch ein Stück weit nach Berlin gegangen, um in die Szene zu gehen. Aber wie das so ist, das wusste ich gar nicht. Sozusagen diese, das ist so eine unbewusste Motivation. Das ganze Jahr 82 würde ich dann sagen, das war so ein Coming-out-Jahr für mich. Ne? Meine Mutter hat erst dicht gemacht, ne? Und sich beschwert, dass ich da irgendwo in irgendeinen Club beitreten will, so ungefähr. Und dann kam die ganze Litanei natürlich auch. Ja, musst du das dann offen leben? Und man kann ja auch das ohne Sexualität leben und dann diese ganzen quatschigen Sachen, ja. Ja. Wie alt warst du nochmal dann, 82? 59 bin ich geboren. Ich nehme mal an, 22, 23. Ah, ja. Ah, krass. Ich hab mich auch mit 23 Jahren geoutet, nämlich. Ich war natürlich vorher furchtbar verliebt gewesen in meine beste Freundin. Und das war dann auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt was unternehmen. Aber das hätte ich nie mit dem Wort lesbisch tituliert, also vor dem Coming Out. Kannst du noch mal beschreiben, was ein Outing in den 80ern mit Bezug auf die Arbeitswelt bedeutete? Also ich habe mich ja im Beruf nicht geoutet oder so, aber ich glaube, dass wenn jetzt irgendeine Frau, weiß ich nicht, Verkäuferin, Sekretärin, Krankenschwester oder sonst wo gearbeitet hat, Lehrerin, vor allen Dingen Lehrerin war ein großes Thema, da kriegst du ja sofort Ärger, wenn du mit Kindern arbeitest, also damals auf jeden Fall. Und das hieß einfach, dass sie das nicht konnten. Also weil da die Gefahr, dass du sofort entlassen wirst, einfach riesig war. Das ist Katharina Ogontoye. Sie ist 61 Jahre alt und damit um einiges älter als die meisten, die wir hier bei Auf Klo sonst zu Gast haben. Aufgewachsen ist Katharina in Leipzig, Heidelberg und in Nigeria. Mit Anfang 20 ging sie dann nach Berlin. Da hatte sie auch ihr Coming Out. Eine ganz schön turbulente Zeit, denn das war 1983 gar nicht so leicht. In der Zeit, als Katharina sich outete, waren homosexuelle Handlungen teilweise sogar noch strafbar. Heiraten für Lesben damals undenkbar. Katharina war deshalb auch in der Frauen- und Lesbenbewegung der 80er aktiv. In dieser Zeit hat sie auch ihre Partnerin kennengelernt. Und hier in Goelze Park haben wir unseren Sohn großgezogen. Katharina kann mit 61 Jahren auf ein ganz schön aufregendes Leben zurückblicken. Aber sich jetzt entspannt zurücklehnen und die Füße hochlegen? Fehlanzeige. Es gibt noch viel zu tun. Aber warum ist es denn auch heute noch wichtig, sich aktiv für Gleichberechtigung einzusetzen? Die Ehe für alle gibt es doch schon. Gleich reden wir auf jeden Fall noch darüber, was du glaubst, was sich verändert hat innerhalb der LGBTQ+-Community früher versus heute. Erst spielen wir aber mein Lieblingsspiel, nämlich Ich hab noch nie. Und zwar brauchen wir dafür hier diese Frage, Kellen. Ich habe Fragen an dich. Hast du oder hast du noch nie? Und ich muss auch antworten. Bist du bereit? Los geht's. Hast du schon in deinem Outing Stars oder Vorbilder gehabt? Im Outing-Prozess Vorbilder gehabt? Ehrlich gesagt hatte ich nicht so Vorbilder. Nee, ich glaube, das gab es da nicht. Nee. Also ich wusste nichts über Lesben, außer dieses Gerücht, die sind alle alt, hässlich, ne, wie die alte Hexe. Und
zerstritten, streiten sich ununterbrochen ganz giftig. Hast du schon mal ein Outfit getragen, um als Lesbe erkannt zu werden? Oh ja. Ja, safe. Das bitte erzähl mir von diesem Outfit. Das war das Allerwichtigste, als ich dann ein Coming-out habe, war, wie erkennst du sie denn? Und dann, also mein großes Ding war immer, das habe ich dann auch meiner Mutter erzählt, ich hätte gerne so eine Labris, damit die Frauen gleich wissen, dass ich dazugehöre. Was für ein Ding? Wir haben Labris, ach so, die Labris aus Griechenland, aus Lesbos, diese Doppelachs, das war das Erkennungszeichen eigentlich. Und dann waren natürlich die kurzen Haare waren auch so ein ziemlich Erkennungszeichen. Dann war eigentlich unter feministischer Prämisse die lila Latzhose. Ja, und dann natürlich das Holzfällerhemd, das war das Allertollste. Und das war ja das, was sich nachher in den 90ern rausgestellt hat, dass sich nicht alle Frauen in diesem androgynen Look wohlgefühlt haben und dass sie ziemlich darunter gelitten haben, dass sie dann angemacht worden sind, wenn sie einen Rock getragen haben oder Lippenstift und so. Das heißt, das war ein großes Ding für euch damals auch, das mit seinem Geschlechtsausdruck irgendwie zu zeigen, dass man dazugehört. Ja, einfach weil, wie willst du denn die anderen finden, wenn du dich nicht erkennst? Nächste Frage, warst du schon mal in einer Lesbenbar? Ja, ich habe, ach so, ja genau. Ja. Starkes Ja bei dir. Genau, weil damals haben wir quasi da gelebt. Ich habe so gemacht, weil ich nicht wirklich diese Orte aufsuche. Also ich gehe an queere Orte und auch zu queeren Partys oder auch mal in eine queere Bar, aber das ist nicht so mein Ort. Aber kein Wunder, warum nicht? Weil ich diesen Ort immer in sozialen Netzwerken haben kann. Hast du schon mal online gedatet? No. Warum hat das bei dir nie eine Rolle gespielt? Weil du vermutlich, rate ich jetzt mal, deine Partnerin schon im Offline-Modus kennengelernt hast. Der Bedarf war natürlich nicht so da. Damals gab es Leute, die Telefonsex gemacht haben. Und da war immer eine, die rief immer bei mir an und wollte Telefonsex machen. Ich sage, nee, du, wirklich nicht. Wo hast du denn deine Frau? Weil du bist ja verheiratet, ne? Wo hast du deine Frau kennengelernt? Auf der feministischen Buchmesse in Montreal. Da haben wir uns kennengelernt, aber nicht, das war noch nicht. Ich habe sie dann später, 2 Jahre später, eingeladen nach Deutschland zur Lesbenwoche. Und das Thema dieser Lesbenwoche war Lesbensex im Jahr 2000. War es als Jugendliche dein Traum zu heiraten? Ja, meine Freundin. Nee, also ich bin jetzt eher Ehegegnerin, weil ich finde das ungerecht, dass Leute aufgrund von einer Ehe irgendwelche Rechte haben sollen. Das finde ich absolut albern. Aber wir haben genau deswegen auch zum Beispiel geheiratet. Einmal wegen dem kleinen Adoptionsrecht für unseren Sohn. Und das andere war, dass sie als Kanadierin hätte sie ausreisen müssen, um wieder einreisen zu können. Also sie hatte keine Möglichkeit, hier normalen Aufenthalt zu bekommen. Händchen halten in der Öffentlichkeit, ja oder nein? Natürlich, wenn du frisch verliebt bist, musst du Händchen halten. Mindestens 10 Jahre lang. Kam es bei dir schon mal zu Komplikationen, beziehungsweise wie unsicher hast du dich gefühlt beim Händchenhalten mit einer Frau in der Öffentlichkeit? Zum Teil war das damals Spießrutenlaufen oder so, ne? Das ist schon tierisch aufgefallen. Also ich denke mir, was man nicht unterschätzen darf, also wenn du sozusagen gegen den Strich was machst und dich dann dafür entschieden hast und dann oder den Mut dafür findest, dass das ja auch unheimlich empowernd ist, ja? Ja, voll. Und das hat eben, dass ihr das gemacht habt sozusagen, führt dazu, dass das normalisierter ist heute. Kommen wir jetzt zu einer der Fragen, die unsere Community am meisten interessiert hat, nämlich, wie empfindest du das generell? Würdest du sagen, dass sich die Gesellschaft in Bezug auf Homosexualität irgendwie geöffnet hat? Sind die Menschen offener geworden? Ich glaube persönlich nicht, dass das jetzt total akzeptiert ist. Aber es macht halt trotzdem einen riesen Unterschied, ob die Gesetze sich geändert haben. Ne? Dann in dem Moment wirst du auch von den meisten Leuten anders behandelt. Was möchtest du gerne der jüngeren Generation mitgeben? Ich wünsche mir, dass sie auf mich zukommen und dass wir uns austauschen. Weil ich nämlich einfach ganz viel nicht weiß. Und ich glaube, dass sie in einer ganz spannenden Zeit jetzt auch wieder lebt und dass ihr ganz viel bewirken könnt. Also mein Sohn ist ja 21, ich kriege da schon einiges mit. Und ich weiß auch, was manchmal schwierig ist, sich gegenseitig zu verstehen. Aber der Austausch ist interessant. Ich freue mich drauf.
Vielen, vielen Dank, Katharina, dass du bei uns warst und meine ganzen Fragen beantworten konntest. Und ich hätte am liebsten noch 1000 mehr gestellt. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Möglichkeit habt, euch mit der älteren Generation der LGBTQ+-Community auszutauschen und wie das dann so abläuft. Habt ihr positive Erfahrungen gemacht? Habt ihr vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht? Hier kommt ihr zu einem Video von Reportern, nämlich über die LGBT-freie Zone in Polen. Klickt da gerne mal drauf. Vielen, vielen Dank, Katharina, und bis dann. Tschüss. Tschüss.